Also ich habe damals beim Springen immer den Vorteil gehabt, ich konnte in den Parcours gehen, einmal abgegangen, konnte mir das merken, fertig. Bei der Dressur ist das leider nicht so einfach. Ich kann ja nicht jedes Mal ins Viereck gehen auf dem Turnier und kann die ganze Prüfung ablaufen im Viereck, damit ich sie mir merken kann. Deshalb habe ich da was Neues mir ausgedacht. Und zwar ist es, ich gucke mir meine Ritte vom letzten Turnier meistens an. Wenn ich zum Beispiel mit dem Sir die Inter 2 oder den Kurz Grand Prix geritten bin und ich muss sie wieder lernen für den neuen Start, setze ich mich wirklich mit meinem Laptop oder meinem iPhone hin, gucke mir den Ritt an und lerne so die Aufgabe wieder.